Stürmische Zeiten stehen uns bevor, die wir ausführlich heute Morgen besprochen haben. Das, was da auf uns zukommt, das ist kein laues Lüftchen, aber auch kein großer Monsterorkan, der jetzt unser Leben lahmlegen wird. Aber es ist eben Vorsicht geboten. Grüße Sie und grüße euch. Wir wollen uns aber etwas anderes anschauen. Wie geht's am Wetterhorizont weiter? Da sieht es doch noch mal nach winterlichem Säbelrasseln aus, das, was eben um diese Jahreszeit mit den Luftmassen möglich ist. Richtiges Winterwetter wird es in dem Sinne nicht mehr geben, außer oberhalb von 500 Meter Höhe. Da wird es wohl ein paar Tage weiß werden und auch bleiben. Und bevor wir in die Wetterkarten einsteigen, nehme ich euch mal so ein bisschen mit in die Wetterkartenwelt, in die Synoptik. Wie berechnet man denn die Temperaturen? Wir nehmen sehr oft die Werte in 1500 Meter Höhe, die ja die Luftmasse darstellen. Und nehmen jetzt mal 500 Meter Höhe und Meereshöhe. Was das bedeutet, wenn wir zum Beispiel 0 Grad im März in 1500 Meter Höhe haben, kann man Pi mal Daumen auf 500 Meter Höhe 12 Grad raufrechnen, auf Meereshöhe 15 Grad. Da gibt es gewisse Parameter, da kann man auch Aufschläge und Abschläge machen, aber das würde hier zu weit gehen. Bei halb-halb Sonne und Wolken wären wir bei 10 bis 14 Grad, bei leichtem Schneefall bei 5 bis 10 Grad. Und interessant wäre es, wenn wir starken Schneefall hätten mit sogenannter Isothermie. Der niedrigere Wert steht dafür, wenn wir zum Beispiel keinen Wind haben. Dann gibt es in 1500 Meter Höhe diese Luftmassentemperatur von 0 Grad, die nach unten abgegeben wird. Eine Säule kalter Luft entsteht und sobald Wind ins Spiel kommt, wird diese Luftsäule umgekippt und wieder durchmischt und dann haben wir höhere Temperaturen. Das wäre also theoretisch möglich. Nun haben wir allerdings in den kommenden Tagen zwischendurch mal minus 10 Grad in 1500 Meter Höhe und das hieße dann 2 bis 5 Grad mit Sonnenschein, 0 bis 4 Grad mit Sonne und Wolken und leichtem Dauerfrost, wenn es schneien würde. Und in 500 Meter Höhe gäbe es sogar mäßigen Dauerfrost bei starkem Schneefall. Das Problem ist nur, im März ist erstens die Globalstrahlung sehr hoch und auch die UV-Strahlung, die Infrarotstrahlung kommt immer durch. Das bedeutet, auch südseitig würde es leicht tauen und die Straßen wären abseits des Schattens frei von Schnee, weil es einfach schon zu hoch ist mit dem Sonnenstand und die Sonne zu viel Kraft hat, selbst wenn wir viele Wolken haben. Der Schnee wäre aber pulverig. Und noch so eine Pi mal Daumen-Regel, die gilt übrigens für jede Jahreszeit. Die Temperatur in 1500 Meter Höhe bei Hochdruck und klarem Himmel heißt auch die Tiefstwerte, die in der Nacht möglich sind, ohne Schneedecke. Mit Schneedecke müsste man noch ein paar Grad abziehen. So geht's weiter. Wir haben das europäische EZMWF-Modell für den kommenden Montag. Da geht so diese Wind- und Sturmserie zu Ende. Wir haben allerdings immer noch eine starke Isobarendrängung über Deutschland. Isobaren sind liniengleichen Luftdrucks. Und je enger die liegen, desto größer ist der Luftdruckunterschied. Und dieser Unterschied, dieser Druckunterschied, wird durch Wind ausgeglichen. Also viele Isobaren, viel Wind. Dazu gibt es Höhenkaltluft und eine nordwestliche Strömung. Und in 1500 Meter Höhe wären es um die minus 5 Grad und leicht darüber. Kein richtiges Winterwetter, aber nasskaltes Wetter. Das amerikanische GFS-Modell macht die Lage ähnlich. Und die Zacken, die wir hier sehen, das ist die minus 30 Grad Isotherme in 5,5 Kilometer Höhe. Hier haben wir hochreichende Kaltluft. Und wie wir eben aus der Isothermie erfahren haben, in so starken Schauern und Gewittern steht ja mal kurz die Luft still. Da ist es nicht so windig in dem Kern des Schauers. Und da wird die Luftsäule schnell runtergegeben. Das heißt, es kann bei starken Schauern anfangs Schneeregen und Regen geben. Dann geht das in Schnee über, ist kurz angezuckert. Am Ende des Schauers kommt der Wind, es geht wieder in Regen über. Danach scheint die Sonne und es taut weg. Das zeigt uns diese Wetterlage hier mit Werten von knapp über minus 5 Grad. Gehen wir einen Zeitschritt weiter. Das europäische EZMWF-Modell, achtet mal bitte auf diese Linie, die 552er, der Jetstream, verläuft direkt über Frankreich. Wir lägen mittendrin mit einer nördlichen Strömung und Temperaturen von unter minus 5 Grad in 1500 Meter Höhe. Das amerikanische GFS-Modell macht die Linie der 552er viel weiter im Osten, und zwar über der äußersten Westgrenze Deutschlands. Das heißt, wir sind ein bisschen näher an der milderen Luft dran und haben hier eine Nase von der Nordsee rein mit über minus 5 Grad. Gehen wir noch einmal zurück. Hier kommt aber die minus 35 Grad in der Höhe und unten ist es ein bisschen milder. Da ist ganz, ganz, ganz viel Musik drin, wenn da Schauer entstehen und Gewitter mit Graupel. Da ist richtig, richtig Wetterspaß dabei. Noch einen Zeitschritt weiter. Jetzt sind wir am 20. März, dem kalendarischen bzw. astronomischen Frühlingsanfang. Das Hoch wölbt sich zu uns. Wir kommen so unter das Hoch und eine Nase von sehr kalter Luft zieht zu uns rein mit minus 10 Grad in 1500 Meter Höhe. Ratter, ratter haben wir am Anfang besprochen. Das
amerikanische GFS-Modell macht es im Prinzip ähnlich. Nur dieses Tief sorgt dafür, dass in der Höhe etwas mildere Luft herankommt. Wäre in 1500 Meter Höhe nicht ganz so kalt, am Boden allerdings, was hier nicht drin ist, kälter, also auch recht spätwinterlich. Kommen wir noch einmal zum Druckgebilde zurück. Wir haben jetzt nur hier drauf geachtet. Da ist schon wieder ein neuer arktischer Outbreak im Gange, der bis zu den britischen Inseln vorankommt. Und einige Tage später soll der nach dem Hauptlauf des amerikanischen GFS-Modells dann über Mitteleuropa ankommen, wieder mit minus 35 Grad in 5,5 Kilometer Höhe und einer minus 10 Grad Nase, die sich uns nähert. Auch da wäre noch mal viel Musik drin und wir wären hier am 24. März. Das ist durch den hohen Sonnenstand auch ein ganz, ganz interessantes Wetter und geht in die Richtung typisches Aprilwetter. Kontrollieren wir das mal. Wie müssen wir das einschätzen mit dem Hauptlauf? Hier haben wir den aktuellen 16-Tage-Trend für den Norden. Rote Linie ist das Mittel der Luftmassentemperatur in 1500 Meter Höhe aus 30 Jahren. Die weiße Linie das Mittel aller Modellberechnungen. Hier unten finden wir die Niederschlagssignale und der Hauptlauf ist hier unten. Also er gehört zu den kälteren Gesellen und dahinter ist noch so ein dunkelblauer, das ist der Kontrolllauf, der ist auch so weit unten. Das heißt, der Trend ist damit schon vorgegeben, dass es wohl kälter werden wird, als die anderen Läufe es zeigen. Für die Mitte ein ähnliches Bild. Wir bleiben auch hier komplett unterdurchschnittlich im Mittel und der Hauptlauf verbleibt auch unten. Und im Süden Deutschlands, wo wir näher am langjährigen Mittel dran sind, bis auf diese winterliche Nase hier, diese Winterhängematte in der kommenden Woche, übrigens mit vielen Niederschlägen, das heißt, in Alpennähe wird es wohl einiges an Schnee geben. 3, 4, 5 Tage könnte es hier nochmal eine geschlossene Schneedecke geben. Und der Hauptlauf ist hier relativ gut eingebettet und gar nicht mal so weit unten. Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter und schauen uns den 20. März an. Das ist Tag 10 und gehen in die gemittelte Wetterlage des amerikanischen GFS-Modells. Das zeigt wieder den Jetstream über dem äußersten Osten Deutschlands und die Kaltluft geht östlich an uns vorbei und die gemittelte Wetterlage nach EZMWF lässt die Kaltluft genau über Deutschland vorbeigehen. Nochmal, hier ist die Linie beim amerikanischen Modell und hier beim europäischen EZMWF-Modell mit, nehmen wir mal den Pfeil weg, Temperaturen von deutlich unter minus 5 Grad in 1500 Meter Höhe. Das heißt, der Hauptlauf vom amerikanischen GFS-Modell wäre das Mittel des europäischen EZMWF-Modells. Der Trend geht nach dem aktuellen Modellstand, also dahin. Da kommt nochmal Spätwinterwetter. Das haben wir heute Morgen nicht gemacht und das machen wir jetzt einfach zum Schluss. Die Temperaturen in 1500 Meter Höhe haben wir uns angeschaut. Jetzt nehmen wir mal die Bodenwerte laut Modell mit den Niederschlägen. Da sind wir im Norden Deutschlands im nasskalten Bereich zwischen 0 und 10 Grad die ganze Zeit. Hinten raus gibt es ein paar Dinger, die nach oben gehen, ein paar nach unten. Und ein Lauf, der wäre tief, tief winterlich. Im Westen Deutschlands ist es auch ziemlich nasskalt mit vielen Niederschlägen. Dann, wenn die Niederschläge nachlassen und weniger werden, ist auch der Range zwischen Tiefst- und Höchstwerte höher durch eben den hohen Tagesgang der Jahreszeit entsprechend. Für den Osten, auch hier geht es runter mit den Temperaturen. Die ganze Zeit Niederschläge, hinten raus Ausreißer nach oben, Ausreißer nach unten. Der Hauptlauf ist hier in hellgrün eingezeichnet, der ist eben ziemlich weit unten. Und zu guter Letzt noch der Blick in den Süden Deutschlands. Da wird es erst einmal mild durch dieses Sturmtief, danach deutlich kälter. Und die Temperaturen taumeln dann bei um und knapp über 0 Grad mit vielen Niederschlägen. Wie gesagt, das wird alles als Schnee runterkommen. Hinten raus dann nochmal der Absturz, ehe es dann hier wieder ein bisschen aufwärts geht. Eins ist hier definitiv nicht erkennbar: Frühlingswetter.